Ja, hallo zusammen und seid gegrüßt zu einer weiteren Folge von Let's Play The Legend of Heroes Trades in the Sky the Third. Wir befinden uns immer noch in der Impregnable Fortress oder so. Und ja, haben jetzt im Grunde genommen nur noch einen Weg, nachdem ich am Ende der letzten Folge festgestellt hatte, dass ein anderer blockiert war. Und wir werden jetzt höchstwahrscheinlich, wenn wir dieser Route hier folgen, den dazugehörigen Schlüssel finden. Wir haben beim letzten Mal auch eine Stardoor gefunden. Ich will allerdings erstmal diesen ganzen Hauptstory-Abschnitt hier einmal abgeschlossen wissen, bevor wir uns dann die nächste Side-Story angucken, auf die ich auch sehr gespannt bin, wo wir scheinbar Richard auch im Team brauchen, denn wir hätten das beim letzten Mal schon betreten und abschließen können und alles und überhaupt. So, da unten war gerade eine Kiste. Ich sehe schon, worauf das hinausläuft. Sonderlich schwer ist das nicht. Achso, und hier wird jetzt auch die, ja, der Key drin sein. Alles klar. Fine, take it. I don't even want it anymore. Da ist aber jemand eingeschnappt. Oder du hast wirklich keine Verwendung dafür, was will so eine olle Kiste, die sich nicht vom Fleck bewegen kann, auch mit einem Schlüssel. So, dann ist das ja alles relativ easy. Ich dachte, dass wir jetzt hier, weiß Gott, wie lange nach dem Schlüssel suchen müssen. Mal gucken, ob ich den Weg jetzt noch zusammenkriege. Das war ja beim letzten Mal nicht so ganz ohne, sich hier zurechtzufinden. Warte mal, irgendwo nach Norden ging es weiter. Jetzt sag bloß, ich bin... das war blöd. Das war blöd. Boah, da war ich gerade viel zu ungeduldig. Ja, das ärgert mich. War zwar nicht viel Schaden, aber trotzdem ist es ja vermeidbar gewesen. Guck mal, wie ich direkt den erstbesten Weg gewählt habe und der auch noch richtig war. Ich glaube es ja gerade selber nicht. Ah, da haben wir mein Monument, wo ich beim letzten Mal schon drauf gehofft hatte, das Ding zu finden, aber egal. Man kann ja hier Gott sei Dank immer und überall speichern. Nee, da ist das dann halb so wild. So, dann lass uns mal gucken. Ich glaube, bisher war in einem Hauptstory-Strang das Angebot auch immer das gleiche. Deswegen lohnt es sich wahrscheinlich jetzt nicht hier durchzugucken, aber ich mache es trotzdem. Ich könnte auch überlegen, bei den Items ein bisschen aufzustocken. Wobei, in den letzten Bosskämpfen bin ich echt immer gut zurechtgekommen mit dem, was ich hatte. Ich spekuliere einfach drauf, dass es diesmal auch klar gehen wird. Wir können hier nochmal kurz schauen. Einfach den Blick so ein bisschen über die Liste streifen lassen. Ich hoffe ja immer noch, dass irgendwann mal Move 4 oder Cast 3 oder so zur Verfügung steht. Das wäre doch mal der Oberknüller, aber dann ist das halt so. So, gespeichert ist das Ding auch. Das heißt, stürzen wir uns ins nächste Abenteuer. Old Man's Voice. What time do you call this? You're late, all of you. Sagt wer? Oh, General Morgan. Aha. Das ist aber ein großer Raum hier. Ich wette, der Teppich wird danach nicht mehr so aussehen. What is the meaning of all of this? I got dragged here by some bizarre masked hoodlum, stripped of my free will, and am now being used like some sort of puppet. This is humiliating. I've never been so damned infuriated in all my years. Da ist aber jemand sauer, General. Haha, looks like he hasn't changed a bit. Hey, your voice is as boisterous as ever. Wow, this old man sure has impressive vocal cords. Well, I suppose getting angry won't do me any good. You all have my sympathies for the situation you've been forced into. Richard, I have plenty I want to say to you, and a lot I could say to you, but I'm not sure I'm the best person to do so, so I'll let you off for now. Thank you, General. Regardless, I think we've wasted enough time talking. There's no avoiding a battle between us. We may as well get started on it. Ah, coole Waffe. Axtträger sind mir generell erstmal sympathisch, auch wenn es irgendwie weird klingt. Herbert, Ideas. I'm not sure when I last saw one of those. Don't underestimate his weapon. In his hands it is extremely deadly. Before the mechanization of the army began, that Herbert claimed the lives of countless foes on the battlefield. Mhm. Und der hat nur zwei Begleiter. Die werden aber wahrscheinlich umso nerviger, ne? I haven't had cause to wield this since the martial arts tournament 2 years ago, however. But if you struggle against an old man like me, your odds of success in the trials ahead are grim indeed.
Don't hold back. Show me what you've got. Kannst du kriegen, alter Mann. Kannst du kriegen. Aber beschwer dich da nicht darüber, dass der Teppich beschädigt wurde. Aber das ist bestimmt eh nur so voll das Billigteil. So. Was machen wir? Wir gucken erstmal, was die Leute hier so können. Non-commissioned officer that guards the fortress. Strong and highly experienced. Ich glaube, das ist genau die gleiche Beschreibung wie bei den Standardgegnern auch. Und hier, the famed general who leads Libert's border garrison. His halberd is not to be belittled. Belittled, komisches Wort. Ja, dann würde ich mal sagen, alles was geht, machen wir. Ich glaube, ich werde das jetzt ähnlich handeln wie im letzten Kampf auch, in der letzten Folge. Mit all dem gleichen geilen Kram, der ja teilweise auch umgesetzt wurde. Ohne dass uns irgendjemand in die Quere kam. Warte mal, die Beschleunigung hätte ich gerne auf ihn. Und Olivier ist komischerweise immer derjenige, der aus diesem heiligen Kreis rausgeballert wird, ja. Finde ich jetzt irgendwie nicht so geil. Wäre wahrscheinlich auch sinnvoll gewesen, Richard irgendwie schneller zu machen. Sag mal, steht Olivier jetzt wieder im Kreis drin? Mit ein bisschen Glück könnte das sogar hinhauen. Die Clock-Ups kommen auf jeden Fall an und die anderen Zauber werden auch ankommen. Das ist schon mal gut. Jetzt bin ich bei der Earthwall mal gespannt. Jawohl, Olivier profitierte auch davon. Das nenne ich doch mal einen gelungenen Einstieg. So, dann werde ich mal gucken, dass ich auch dem guten Richard noch einen Boost mitgebe. Das kann dann gerne durch sie erfolgen. Genau, und dann sind wir eigentlich für alles gewappnet soweit. Ich werde jetzt immer kurz nachdem die an der Reihe waren, ihren S-Break einsetzen. Wobei ich jetzt gerade schon wieder total verlockt bin, darauf zu verzichten und einfach nur mit meinen Standardzaubern hier zu versuchen zu bestehen, sozusagen. Aber nein, wir gehen jetzt hier keine Risiken ein. Wobei, warte mal, ich habe jetzt gar nicht darauf geachtet, ob der gegen irgendwelche Elemente empfindlich ist. Das ist nicht der Fall. Das heißt, wir können bei ihm jetzt hier mal wieder mit diesen ganzen Erdzaubern auf die Kacke hauen. Ich nehme jetzt auch mal die stärksten, die logischerweise, ja, deswegen sind sie auch die stärksten, den meisten Schaden austeilen. Du kannst mal auf Hühnchen hier losgehen. Ach, warte mal, ich wollte doch immer, wenn jemand an der Reihe war, Dinge machen. Ja, komm, ich setze das jetzt einfach ein. Ich gehe auch mal davon aus, naiv wie ich bin, dass wir, wenn wir jetzt in den Garten wieder zurückkehren, dass wir uns da auch wieder neu befüllen können. Und ja, ansonsten wird der nächste Bosskampf dann halt ein bisschen schwieriger. Aber ich wette, wenn morgen einmal seine S-Craft einbaut, dann war es das auch für uns. Oder dann wird es zumindest ein bisschen schwieriger. Aber die stehen ja auch gerade alle sehr kompakt, deswegen ja, ballern wir einfach alles raus, was wir haben. Wäre es blöd, sich zurückzunehmen und am Ende kann ich dann die CP wieder befüllen. Nein! Ich wollte erstmal abwarten, bis er mit seinem Zug dran war. Okay, das ist blöd. Da habe ich ihn jetzt volle Möhre unterbrochen, aber wo ist... Warte mal, guck mal, seine komischen Helferlein sollten dann auch, wenn Olivier hier einmal fertig ist, erledigt sein. Und dann haben wir nur noch morgen übrig. Wobei der jetzt wahrscheinlich richtig austicken wird, ne? Oh, oh. Beast Dance ist aber nicht sein S-Craft. Aber es wird wahrscheinlich, ja, trotzdem ordentlich reinhauen. Und hat einfach mal die arme Ren total ausgenockt. Ungeil. Sehr, sehr ungeil. Warte mal. Ist denn jetzt am ehesten prädestiniert, sie zu heilen? Eigentlich wäre es am sinnvollsten, auch ihre Zustandsveränderungen irgendwie wegzumachen. Ich weiß halt nur leider wieder nicht, wie das heißt. KO ist sie ja nicht, ne? Kyo's Abnormal Status. Gilt das für alle? Attempting Desert that makes one feel younger. Ich probiere das einfach mal. Vielleicht bezieht sich das auf alle Statuseffekte. Dann haben wir was Neues gelernt und ja, sie steht wieder. Okay, Plan ist auf jeden Fall aufgegangen. So, wie viel Energie hatte denn noch? 24.000. Na gut. Sollten wir dann mit der Zeit auch dezimiert bekommen? Die Frage ist nur, womit greife ich ihn jetzt an?
Wir könnten jetzt eigentlich so ein paar Sachen durchprobieren. Quer durch alle Elemente. Single Attack. Guck mal, Blue Ascension kostet mehr als Diamond das. Das ist ja auch spannend, oder? Ich glaube, ich nehme Olivier jetzt so ein bisschen als Experimentiertier. Obwohl ich hier Dark Matter könnte ich auch mal versuchen. Wir gucken mal, was jetzt hier am besten abschneidet. So, Blue Ascension. Wow, fast 6000. Okay. Das kann schon mal eine Menge. Und hier... Boah, ich bin gerade echt am Überlegen, weil ich so eine Angst davor habe, dass er gleich richtig ausrastet, das hier nochmal zu machen. Olivier hat den Effekt noch drin, aber er ist auch der Einzige. Ich glaube, ich gehe jetzt hier mal auf Nummer sicher. Auch wenn es vielleicht ein bisschen übertrieben passiv ist. Ja, okay. Die Jungs zaubern ähnlich gut und effizient. Und egal, was ich jetzt auf die caste, ich glaube, das war es gleich für den. Wird eventuell schon gar nicht mehr an die Reihe kommen. Olivier schafft es auch noch vorher. Ja, ich glaube, das war's. Ich bin mir ziemlich sicher, werter Morgan, dass du die nächsten Morgen nicht mehr erleben wirst. Dabei bin ich so übervorsichtig und voller Ehrfurcht gewesen. Aber schwer war der Kampf jetzt nicht. Haha, well, that's something of a relief. Perhaps you might be able to pull off a miracle with that strength. Then our final foe is who I fear it is. Indeed it is. And no matter how strong he may be, he is human like the rest of us. No man is invincible. Power everything you have into the battle and you may yet be able to defeat him. Understood. Haha, still I'm a little disappointed. The thought that he may actually be defeated in battle and I won't be there to see it happen is a frustrating one. Should we ever meet again, I'd like to know how the battle went. Davon werden wir dir berichten, alter Mann. Es war mir eine Ehre. Well, it sounds like we're in for the fight of our lives. That it will be. I suspect this was always an inevitability. Boah, ey, was für ein Zungenbrecher. Especially as long as I am here. I may not be in any position to ask, but I'd appreciate it if you would all lend me your strength. This battle should allow me to finally put the past behind me so I can truly move forward, but I can't win it alone. Haha, after a player like that, how could we refuse? So we get to fight the legendary hero the professor was so scared of, huh? I can hardly wait to see what he's like. It will be an honor to face the famed strategist and legendary swordsman who was able to repel Erebonia during the war. This should prove an educational experience. Thank you, all of you. Our next opponent is perhaps the strongest in the land. No underhanded tricks will work against him. Our only hope is to do as the general said and power everything we have into fighting him. May the goddess smile upon us. Right. Mhm. Also mein Optimismus steht und fällt jetzt auch mit der Frage, ob wir unsere CP wieder voll kriegen. Denn ich weiß leider immer noch nicht so ganz, nach welchem Schema das ja eigentlich abläuft, aber ich habe gerade ein gutes Gefühl. Weil es ist ein bisschen Zeit ins Land gestrichen. Ich habe zwischen dem letzten und diesem Part halt das Spiel wieder beendet. Wir haben ein paar Kämpfe bestritten und ja... Sieht auch ganz gut aus. Das heißt, wird dieser Part tatsächlich aus zwei Bosskämpfen bestehen? Ich glaube ja. Ich glaube, wir liegen ganz gut in der Zeit. Warte mal, ich gucke gleich mal. Wenn wir jetzt den Ladescreen haben. Jawohl, Leute, da geht noch was. Da geht noch was. Ich speichere nochmal. So, seid ihr soweit? Seid ihr soweit, wie ich es bin? Ich habe auf jeden Fall voll Bock. Auch wenn ich das Gefühl habe, dass der nächste Kampf ja doch ein bisschen anders ablaufen könnte als die letzten so. Bin jetzt gerade vielleicht mit ein bisschen zu viel Zuversicht gesegnet, aber egal, wenn wir es heute nicht schaffen, dann halt beim nächsten Mal. Gab es überhaupt schon einen Boss, den ich nicht First Try gelegt habe? Ich weiß auch, die Spinnenviecher, da war es richtig knapp. Da war es richtig knapp, der bewegt sich wieder nicht vom Fleck. Boah, ich breche gerade voll mit meiner eigentlichen Vorgehensweise, ne? Aber ich habe jetzt auf diese Billo-Kämpfe gerade echt nicht so Lust. So, if only I'd come with an explosive trap. Oh Gott.
Gut, dass wir dich jetzt kennengelernt haben und nicht erst, nachdem du dir das angeeignet hast. Muss ich den jetzt bekämpfen? Bestimmt, oder? Vielleicht wäre ich auch so an die Kiste rangekommen, aber das Risiko war mir gerade zu groß für einen Surprise Attack. You find a torn note that says chest number 53 was here. Okay. So viel zum Thema, die Kisten können sich nicht bewegen, ne? Ich glaube, ich tue denen ein bisschen Unrecht, wenn ich solche Dinge behaupte. Okay, welcher Weg wird der richtige sein? Der hier sieht... der sieht aber genauso danach aus. Toll, was machen wir jetzt? Ich gehe jetzt erstmal hier hin. Nee, warte mal. Was sagt die nächste Abzweigung? Ja, war klar, dass hier auch wieder ein Riesengang auf uns wartet. Aber es könnte wieder so ein Indiz dafür sein, dass wir am Ende irgendeinen Schlüssel benötigen werden an einer Stelle. Oh, das sieht schon wieder so großflächig aus. Vielleicht habe ich ja diesmal Glück und wir finden erst den Schlüssel. Guck mal, das sieht nämlich gerade so ein bisschen danach aus. Tut es das wirklich? Ich weiß nicht. Irgendwie habe ich mir jetzt auch schon wieder den Aufbau gar nicht gemerkt. Oh, so viele Wege. Kinders, das könnt ihr doch nicht machen. Ihr wisst doch, wer hier am Pad sitzt, oder nicht? Aber gut, dieser Weg führt uns ja jetzt auch zum letzten Endboss. There are mustard stains in this chest. So, so. Ich werde auch deshalb jetzt die Kämpfe hier ignorieren. Yin Yang, das zweite Mal. Auch weil ich so mir erhoffe, dass ich mir die Map hier so ein bisschen besser einprägen kann. I have a cousin in Erebonia. He doesn't talk much. Familiäre Verstrickungen der Familie Kiste. Gut, dass wir dazu auch instruiert werden. Da ist noch ein Gang. Ich kriege die Krise. Hier ist jetzt aber Sackgasse, oder? Ja, denkst du. Natürlich ist hier keine Sackgasse. Hier vielleicht. Jawohl, immerhin. Immerhin. Ja, und hier haben wir den Key. Immerhin bin ich diesmal auch auf der richtigen Seite. Give me the loot or give me death. Nichts von beiden gebe ich dir. Du darfst jetzt hier mit offenem Mund dein einsames Kistendasein fristen. Ich muss jetzt mal gucken, dass ich hier keine Route übersehe. Ich habe auch mitbekommen, fällt mir gerade ein, das habe ich heute früh im Kommentar gelesen. Nope, Joshua isn't in here. Habe ich auch ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, aber danke für die Info. Dass ich eine Kiste im Monochrome Schoolhouse übersehen habe. Ich glaube draußen irgendwo. Seht ihr, das hatte ich jetzt gar nicht mehr auf dem Schirm. Was? Das ist die versperrte Tür? Moment, ich hätte jetzt schwören können, dass die komplett auf der anderen Seite liegt. Boah, langsam wird das hier aber ein bisschen schwer, sich das alles einzuprägen. Warte mal, hier komme ich gerade her, richtig? Nee, hier komme ich gar nicht her. Hier ist einfach nur eine Sackgasse. Wo war jetzt die Route, wo ich herkam? Hier war es auch nicht gewesen, ne? Nee. Hier war die Route zum Key und hier waren Sackgassen, ja. Immerhin kann ich mich so ein bisschen an den geöffneten Kisten entlanghangeln. Ich will jetzt diesen Raum... Warte mal, hier gab es nämlich noch eine andere Abzweigung. Irgendwo hier, bevor ich diese ganzen... Ja, genau, hier. In dieser Tür bin ich nämlich noch nicht gewesen. Okay, das ist dann aber auch easy zu überblicken. Das ist schon mal gut. Did you know the average human body contains enough bones to make an entire human skeleton? Ja, interessant, womit ihr euch in eurer Freizeit so auseinandersetzt. Aber ich meine, die haben ja auch viel Zeit. Kann mir vorstellen, dass die eine oder andere Kiste durchaus gebildeter sein könnte als so mancher Mensch, dessen Weg wir hier kreuzen. Ach, das war die, die gerne explodieren wollen würde. Genau, dann ist das jetzt hier nämlich der einzige Weg, den ich mir jetzt noch nicht angeguckt habe. Vielleicht wird ja auch eine... Ja, perfekt! Oh, guck mal. Mein Lieblingsgem, den wir jetzt allerdings schon mehr als genug oft haben. Das war bestes Deutsch. I hope you at least made sure to not leave fingerprints on the crime scene. Du, das soll mal jemand versuchen, uns dafür zu belangen, dass wir eine herrenlose Kiste geplündert haben. Ich glaube, da mache ich mir gerade eher weniger Sorgen. Viel sorgenvoller sollte es mich stimmen, dass ich jetzt die Tür erstmal nochmal finden muss. Ja gut, zuerst feiere ich die Richtung, die ich da lang gelaufen bin, weil ich da zuerst in den Key reinrenne.
aber dann wäre am Ende, wie wir gerade gesehen haben, der andere Weg doch erstmal besser gewesen. Egal. Wir sprechen hier von einem Verlust von wenigen Sekunden. Maximal 1-2 Minütchen. Ich denke mal, das werden wir alle überleben. Und guck mal, wie ich schon wieder den Weg irgendwie gefunden habe. Mag jetzt für den einen oder anderen vielleicht gar nicht so schwierig aussehen, aber normalerweise Orientierung und ich, ne? Ich gehe mal davon aus, ihr kennt das Dilemma. So, und die gute Nachricht ist, das hätte ich gerade gar nicht machen müssen, ich weiß, aber die gute Nachricht ist, wir werden uns jetzt den nächsten Bosskampf noch geben und damit den Part wahrscheinlich massiv in die Überlänge treiben, aber egal. You made it, I see. Okay, wir bekämpfen jetzt also unseren eigenen Vater. Glückwunsch, Brigadier General. Also was heißt unseren eigenen Vater? Wir haben ja weder Joshua noch Estelle hier mit dabei. I thought the ordeal revolving around the Oreo was over, but it looks like that was premature of me. I doubt even Ragnar saw this coming. What about you and the Kreuzritter, Kevin, did you? Nope, it took us completely by surprise, although I can't say for sure whether the big wigs at the top of the congregation for the sacraments had any idea this might happen. I do wonder. Well, I suppose there's no point in debating that now anyway. Lass mal lieber die Waffen sprechen. Das sieht aus wie ein Wattestäbchen, was er in der Hand hält. Wie so ein Q-Tip. Entschuldigung, Cassius. Let's get down to business. As you know, I'm the third of the Guardians. If you defeat me, you can move on. If you can't, the road ahead will remain forever closed. Of course, you already know as much, don't you? Indeed, we came fully resolved to deal with what we knew was waiting for us. Defeating you will allow me to finally cut down my hesitations and move forward, and for that reason I will hold back nothing. That's what I wanted to hear. As for you, Prince Oliver, I'm surprised you came to find me yourself. Surely you could have let the others take care of this and pass up such a valuable opportunity. Whether I fight you or not, a battle with the Empire's greatest monster is in my future. I need all the experience I can get. That's a fair point, I suppose. I guess I really can't afford to let my guard down against you. What's with the funny stare, young lady? You're a real monster, aren't you? I should be able to sense how strong you are. Why can't I? I manipulate both the Void and the Helix as my form. You might be a genius, but even you won't be able to get a handle on my capabilities so easily. And while I've got the chance, you should drop by our house with Estelle and Joshua sometime. We'd welcome you with open arms. And why would I ever want to do that? Well, I think that's enough talking. It's time we got started. As I'm sure you understand already, I couldn't hold back even if I wanted to. So, Richard, I have only one thing to say to you. Yes, sir. Jetzt kommt das Almighty Wattestäbchen auf Doom zum Einsatz. Ich krieg das Bild echt nicht mehr raus, sorry. Defeat me! That is all. I shall. Boah, der kämpft alleine gegen uns. Ich glaube, wir wissen alle, was das heißt. Die Kacke wird hier so richtig am Dampfen sein. So viel steht mal fest. Warte mal, ich guck mal erstmal wegen Empfindlichkeiten und so. Commander-in-Chief of the Liber Royal Army understands the true nature of all things. 80.000 hat der Jute Cassius. Ich glaube, Earthwall wird hier auf jeden Fall unser bester Freund. Und ich werde gucken, dass ich das möglichst immer aktiv halte für alle. Können ja Gott sei Dank jetzt mehrere von meinen Leuten auch casten. Warte mal, wir machen mal hier ein bisschen Beschleunigung für Master Kevin. Die müssen halt die erste Runde alle überstehen. Das wäre schon mal eine große Hilfe. So, erstmal die beiden Magier links und rechts. Oh, bitte sei gnädig in der ersten Runde. Natürlich ist er es nicht. So, aber der hat jetzt nicht unterbrochen, was ich gerade casten möchte. Das ist schon mal gut. Der hat uns jetzt aber als Truppe gerade ein bisschen auseinandergetrieben. Oh, das ist blöd. Das ist echt blöd. Aber ob ich jetzt Gaia Shield oder das andere nehme, ist egal. Also,
bezogen auf den Zeitpunkt, wann er das dann einsetzt. Von daher mache ich das jetzt einfach mal und du darfst dich einmal wieder mit Forte ein bisschen verstärken. So, dadurch kommt jetzt jeder zum Einsatz. Das heißt dann für mich, sobald alle durch sind, werde ich dann die ganzen S-Breaks raushauen. Und das sollte dann erstmal schon einen guten, grundlegenden Schaden ermöglichen. Gaia Shield ist unterwegs. Ich glaube, das wird jetzt hier echt das Wichtigste sein. So, und dann ballern wir jetzt hier erstmal nach und nach alles raus. Und Richard macht den Anfang. Ich kann das, glaube ich, schon den nächsten hier aktivieren. Ja, wobei das wahrscheinlich bei den bei so einzelnen Gegnern, Bossen auch gar nicht so verkehrt wäre, die Crafts hier zu fokussieren, ne? Weil ich ja überwiegend jetzt hier Flächenangriffe noch habe. Eventuell, ich muss gleich nochmal gucken, was die an Crafts haben. Eventuell mache ich die jetzt einmal alle durch und werde im Anschluss dann individuell gucken, ob ich das hier nicht sinnvoller machen kann oder handeln kann. Ich kann mir halt nur nicht vorstellen, dass die Crafts hier mehr Damage austeilen als die ganz normalen Standardzauber von meinen Leuten, die ich ja größtenteils auf die Arts auch geskillt habe, ne? Also da müssten die halt auch den größten Damage am Ende bringen. So, das Gute an Earthguard ist, dass das so super schnell auch zum Einsatz kommt. Und auch wenn das jetzt sehr passiv ist von der Vorgehensweise, ich werde jetzt dran festhalten, genau, das ist nämlich meine größte Befürchtung. Das wird er jetzt nicht zum letzten Mal gemacht haben. Aber gut. Also Kevin wird jetzt immer gucken, dass er so ein bisschen die Earthwall aufrecht erhält. So, was mache ich jetzt mit denen? Ich gucke mir mal Dark Matter an. Erfahrungsgemäß gehört das nämlich irgendwie immer zu den Zaubern, die mit am meisten Damage austeilen. 3700 ist jetzt nicht so mega viel. Aber eine erste Orientierungshilfe. So. Das wird jetzt teuer für Kevin, ne? Kann sein, dass das nicht für den ganzen Kampf ausreichen wird. Boah, der braucht aber auch lang. Boah, das ist ganz schwer. Weil der nächste Angriff... Warte mal, aber der hat einen Speedboost, hat er drin, ja. Den hat er drin. Oder gehe ich auf Earthguard? Ich glaube, ich werde gucken, dass ich erstmal einen einzelnen schütze. Hat sie auch irgendwie Earthwall? Ja, Earthwall ist da. Also ich will halt auch erst zu spät rankommen. Weil das jetzt hier auch nicht mehr den Unterschied macht. Ich habe das gerade auf Richard gecastet, ne? Das würde jetzt nämlich genau aufgehen, wenn Ren noch dazu kommt. Oh, wenn ich Glück habe, dann wird das jetzt ein Einzelangriff. Ne, das geht auf alle, ne? Ah, shit, ey. Und jetzt hat er die auch noch alle auseinandergetrieben. Das ist natürlich mehr als ungeil. So, was hast du denn hier Feines? Gucke mal, das hier ist doch gar nicht so verkehrt. Ich glaube, ich werde das einmal hierauf ankommen lassen. Dann wird zumindest ein bisschen stabilisiert. Ja, und das ist jetzt natürlich blöd, ne? Da habe ich mich so ein bisschen auf mein Glück verlassen. Wurde jetzt halt abgestraft, aber ist okay. So, Kevin. Ich glaube, ich werde jetzt immer auf Gaia Shield gehen. Ich meine, Ren hat ja im Gegenzug die ganzen super Heilzauber. Wenn es wirklich hart auf hart kommt, dann... Alter, dann bekommt hier jeder auch seine volle Energie zurück, aber sie wird eben auch eine Weile brauchen, um das dann gecastet zu kriegen. Das ist das, was mir gerade ein bisschen Sorge bereitet. Ich würde ganz gern vermeiden, logischerweise, dass mir hier irgendwer verreckt. So, warte mal, wir machen jetzt mal irgendwas hier aus dieser Ecke. Stärke, Defense. Warte mal, ich gehe mal zu den oberen Sachen, die sind ja ein bisschen besser. 16.000, Defense plus 20. Ach, guck mal, hier ein Speed Boost. Aber der hat schon einen. Ich weiß halt immer noch nicht, ob das stackt. Hier ist KO. Ich glaube, ich gehe jetzt mal auf das. Ist jetzt nicht so die Über-Mega-Heilung. Es wird ihn hoffentlich ausreichend vor dem
den nächsten Angriff schützen? Könnte, ehrlich gesagt, ein bisschen knapp werden, ne? Aber Gaia Shield ist unterwegs. Okay, Ren muss jetzt auf jeden Fall ihren Heilzauber durchbekommen. Genau. Schweineteuer, aber jetzt gerade total notwendig. Und sie setzt den auch direkt ein. Jo, ich würde mal sagen, beste Voraussetzung für eine offensive Runde, die jetzt folgen wird. Jetzt ist nur die Frage, mit welchem Zauber. Ich glaube, ich werde das ähnlich machen, wie ich das im letzten Kampf auch vorhatte. Wobei, nee, warte mal, Olivier. Oh nee, warte mal, das wird eher Ren machen. Weil Olivier ist zumindest auf dem Papier, glaube ich, mit einem höheren Arztwert versehen. Das war jetzt nur ein Einzelangriff. 4200, okay, das ist schon mal gut. Machst du einmal den hier? Kevin wird jetzt Earthguard auf ihn machen. Ey, jedes Mal, wenn Cassius nur einen angreift, dann ist das wie Weihnachten und Ostern zusammen. So, was ist jetzt der stärkste Einzelangriff? Napalm Breath. Oh Gott. Okay, bei allen ist die Immunität aktiv. Alles ist gut, oder? Oder können die S-Breaks das irgendwie durchbrechen? Ich kann mir echt vorstellen, dass, auch wenn ich meiner Meinung nach ganz gut gelevelt bin, dass das hier ein Insta-Kill wäre. Ich traue mich gar nicht hinzugucken, aber wir müssten safe sein. Ich glaube, das gilt ausnahmslos, egal was da kommt. Jawohl. Gott sei Dank. Okay, es sah mega geil aus. Ich bin gerade froh, dass wir hier unbeschadet rausgekommen sind. Okay, der Wasserangriff war stärker von ihm. Muss ich mir merken. Wasser besser als Feuer. So, hier ist jetzt die Entscheidung nicht schwer. Dann machen wir einmal den hier. Der kommt sogar noch vor Cassius an die Reihe. Das ist gut und wichtig. So, du darfst einmal angreifen. Und Ren soll bitte den guten Richard einmal beschleunigen. So, dann können wir hier weiter unsere Testphase durchlaufen. Wobei, hier habe ich gar keinen guten Single-Angriff. Ich skippe jetzt hier mal diese Geschichte und gucken uns den Shadow Spear mal an. Kommt auch direkt an die Reihe. Wasser ist echt am stärksten gewesen. Ich meine, das muss nichts über das Element aussagen, aber weil die ja auch nicht alle vergleichbar sind, diese ganzen Zauber miteinander. Aber ja, muss ich gucken. Ich glaube, ich bleibe dann erstmal bei Blue Ascension, wobei ich mir gerade auch nicht mehr sicher bin, wie viel Dark Matter gemacht hat. Moment, das können wir doch mal eben noch mal kurz rausfinden. Was machen wir mit Ren? Ich glaube, Ren ist am ehesten geholfen, wenn sie sich selber einmal schützt. Ja, ich glaube, wenn ich diesen Rhythmus jetzt irgendwie beibehalten kriege, dann sollte hier auch nichts weiter passieren. Egal, womit der jetzt angreift, aber der neigt gerade dazu, ein paar Einzelangriffe zu starten. Was mir ganz gelegen kommt. Oh, bloß nicht übermütig werden. Scheiß auf Überlänge. Hauptsache, wir kommen jetzt hier halbwegs unbeschadet raus. Das sollte das Ziel sein. So. Ich glaube, der Zauber meines Herzens ist... Ich könnte auch mal Orbel Down versuchen, ne? Aber ich werde jetzt hier... keine Experimente mehr wagen. Was? Der hat jetzt unser aller Guard, hat er jetzt durchbrochen. Okay, dann könnte das jetzt gefährlich sein. Hä? Ich habe keinen Schaden gemacht oder habe ich die Schadenszahl noch nicht gesehen? Ich bin mir gerade nicht sicher. Hallo, warum läuft das hier gerade alles genauso, wie es eigentlich nicht laufen soll? Ich bin mir gerade nicht sicher. Warte mal, Clock up. Ren ist die Einzige, die davon noch nicht profitiert. So, das kommt jetzt zu spät. Einmal hat er jetzt noch die Möglichkeit, uns weh zu tun. Und ich bin mir fast sicher, dass er das auch gut ausnutzen wird. Oder? Oh Gott, was machst du? Auch das noch. Alles klar, aber solange ich immer mit meinem Shield arbeite, ich gucke auch gerade etwas besorgt auf meine EP, sollte das ja nicht weiter stören. So, warum hat Blue Ascension gerade nichts ausgeteilt oder war ich einfach nur blind? Da, über 4000 Schaden, so habe ich mir das vorgestellt.
Einzelangriffe sind immer gern gesehen. Und Richard hat am Anfang aber auch ein bisschen mehr Schaden gemacht. Also ich meine, der hat ja kein Defense-Upgrade gerade bekommen. Aber okay, so, Earthguard ist bei Ren weggegangen. Können wir schnell wieder ändern und du... Ich werde jetzt mal Orbel Down versuchen. Ich wette, der wird dagegen immun sein, aber das muss man halt einmal probieren, um schlauer zu werden. Jetzt ist unser Guard wieder weg. Okay, mal gucken, wer jetzt hier das Rennen macht. Ja, der hat resistet. Schade. Das hätte den Kampf, glaube ich, um einiges vereinfacht. Aber wir werden es trotzdem noch hinbekommen. Okay, Kevins Zauber ist noch unterwegs. Das heißt, mit ihr könnte ich jetzt auch in den Angriff gehen. Hat sie irgendeinen Zauber, den Dings nicht hat? Olivier meine ich. Ich meine, das ist nicht der Fall. Dann... Boah, weiß ich nicht. Dann nehme ich jetzt das, was ich glaube, was bei ihr am stärksten ist. Ich assoziiere mit ihr halt immer noch diese starken Time-Zauber. Vielleicht ist es auch nicht so sinnvoll, auf die Single-Attacks zu gehen. Vielleicht machen die AOE-Angriffe am Ende auch insgesamt mehr Schaden. Bei Ren darf man jetzt nicht vergessen, sie hat jetzt nicht den allerbesten Arztwert. Also die anderen Jungs und Mädels sind da ein bisschen besser aufgestellt. So, oh, Kevin braucht jetzt eine Weile, bis er an die Reihe kommt. Ich glaube, ich mache mal einmal den hier, wenn er das schon zur Verfügung hat. Ich hoffe, das wird auch ordentlich reinhauen. Ja, ist okay. Quasi wie so ein zusätzlicher Zug jetzt für uns. Ich habe Angst, dass der jetzt wieder seinen Phoenix-Angriff bringt. Macht er aber nicht. Und der haut daneben! Geil! Okay. Aber der wird uns trotzdem jetzt gleich nochmal unbequem werden, weil Kevin gerade irgendwie lange braucht, bis er an die Reihe kommt. So, der letzte Gaia-Shield, den ich mir jetzt finanzieren kann. Oh, bitte nicht sterben. Er lebt aber noch, alles gut. Der wird, wenn er an die Reihe kommt, auch bis zu Cassius vordringen können. Ah, guck mal hier. Ah, das war vom Timing her gerade blöd, aber das ist irgendwie Reflex bei so schwierigen Kämpfen. Dann will ich das immer sofort umgesetzt wissen. Und das war's, oder? Ist er tot? Jawoll! Cool. Aber für mich, also ganz ehrlich, ich glaube, ohne diesen Earthwall-Effekt wäre das kaum schaffbar gewesen. Also, oder es gibt noch einen strategischen Ansatz, den ich jetzt nicht auf dem Schirm hatte. Aber das hat am Ende gut funktioniert. Divine Blades Emblem klingt stark. So ein bisschen zumindest. Ich wette, hier hätte es coole Dialogoptionen gegeben, wenn man Estelle und Joshua mit reingenommen hätte. I think all those rumors about his strength were underselling him. We did it. Congratulations, that was a well-earned victory. So, Richard, have you finally been able to clear aside your hesitations? I believe so. No matter where life may end up taking me, the swordsmanship I learned from you will always have a place and a use. As such, I intend to keep following the path I have chosen for myself, pride in my heart. Well said. Although I can pretend not to be a tad disappointed, if you'd returned to the army, I could have piled all my work onto you and Cid. Looks like I'm not going to be able to retire anytime soon. Haha, I'm afraid not. But know this. As my final duty as a member of the military, I will resolve this crisis and return everyone to the real world. Have no doubt of that. I'll be counting on you. Regardless, my time here is short, so I'll make this brief, Kevin. By now, you must have a fairly good idea who the Lord of Phantasma is, correct? Yeah, I just need one last push to be completely certain. I'll probably get that push in the next area, too. I see. It's not really my place to say anything more to you. So I would ask only that you not forget this. No man is an island. No matter how much they may wish to isolate themselves from others, no one can live their life truly alone. Das wird er nicht ohne Grund ausgerechnet in Richtung Kevin gesagt haben. Das erinnert mich so ein bisschen an das Gespräch, was er seinerzeit mit Reese geführt hat, was so ein bisschen eskaliert ist. Au! Hm.
Okay. Beim nächsten Mal kümmern wir uns aber erstmal um die Tür. Ich werde mir jetzt heute wahrscheinlich aus Zeitgründen... Obwohl, eigentlich sind wir gar nicht so krass über der Zeit. Warte mal, ich glaube, wir können uns heute noch angucken, je nachdem, wie lange die Dialoge dauern, wen wir als nächstes benötigen. Well, we have but one area remaining now. After what we have accomplished here, I'm not sure we have anything to fear. Hey, indeed. Let's head back to the scenic route and check the final monument. That way we can find out what the condition for opening it is. Jawohl. Ja, cooler Kampf auf jeden Fall. Also primär spannend gehalten durch die Angst vor dem, vor seinem S-Craft, sein er, die, der, die, das, keine Ahnung. So, auf jeden Fall haben wir hier ein bisschen was zu restoren. Ach, und wir haben was bekommen. Wir haben was bekommen. Warte mal, war das? Das war doch eine Waffe gewesen, oder? Da stand doch, stand da nicht irgendwas mit Blade? Oder war das hier irgendwas? Warte mal, ich habe es irgendwie schon wieder, ja, das übliche Problem. Hier, Divine Blades Emblem, so hieß das Ding. All stats up, except range. A Crimson Emblem containing a Divine Blade Soul. Okay, klingt auf jeden Fall mächtig. Die Frage ist nur, wird das krasser sein? Warte mal, wo habe ich denn den direkten Vergleich? 1975 bei Stärke. Ja, ich mag das nicht, wenn da so eine Zahlenangabe fehlt, aber es wird schon. Aber warte mal, das hat keine, Immunitäten oder sowas, ne? Ja, das Ding ist, ich habe meine Leute halt... Wobei, hier wäre das interessant. Warte mal, ja, guck mal, für sowas. Für diese Items, die ich als Ausgleich quasi drin habe, ne? Um irgendeinen Malus quasi auszugleichen. Da wird das interessant. Aber hier bei diesen plus 400ern, plus 600ern, ich glaube, da wird das nicht so ganz mithalten können. Die haben, meine ich, fast alle so eine krassen Sachen mit dabei. Bei Tigerheart wird auch nicht alles grün sein. Okay, aber guck mal hier. Also ich finde, es spricht echt nichts dagegen, ihm das hier zu geben. Deswegen soll er das jetzt bekommen und sich dran erfreuen. So, wir gehen jetzt erstmal zu unserer Base Area zurück. Wobei, eigentlich ergibt das nicht so wirklich viel Sinn. Aber ich kann ja mal gucken, ob ich die CP wieder befüllt kriege. Zumindest... Ah, das geht leider nicht. Okay. Vielleicht können wir das dann beim nächsten Mal machen. Dann werde ich jetzt nochmal die Scenic Route aufsuchen. Ich muss mal schauen, wenn ich es nicht vergesse, dann werde ich zu Beginn der nächsten Folge nochmal gucken, ob ich für den Hinweis mit der Truhe auch irgendwie einen Zeitstempel mit drin hatte. Und ja, vielleicht offscreen nach der Truhe suchen und euch dann beim nächsten Mal dort begrüßen oder so. Ich muss jetzt zu meiner Schande gestehen, dass ich mir nicht sicher bin, welches... Ah, das Monument wird es hier sein. The face of the monument is glowing and words are visible upon its surface. In my lord's place, I, the Schwarze Ritter, do decree, here lies the black ark. Place your hand on this monument, the orphan of a lost village among your number. But that's... The orphan of a lost village, well, this is the most obvious one so far. We should head back to the garden and speak to Joshua. We can decide what to do then. Indeed. Ich weiß gar nicht mehr, was für eine Line Joshua eigentlich hat. Aber ich sollte, wenn ich den vorbereiten will, offscreen, und das hatte ich eigentlich vor, sollte ich mal gucken, dass wir jetzt... Ah, guck mal, da sitzen sie. Ich dachte gerade, sie stehen, aber nicht, ob sie sitzen hier auf den Stufen, jawohl. Da sollte ich vielleicht jetzt schon mit ihm sprechen, damit ich mich da ein bisschen austoben kann. Kevin explained to Joshua that they thought he was the person the Noble Monument's inscription was asking for. It sounds like the final area is where the Schwarzritter is waiting for us. Why he specifically wants me to go, I don't know, but... Seems like he does, though. So, what are you gonna do? Naturally, I'll be accepting his invitation. We should head back to the monument as soon as we're fully prepared. Just let me know when you intend to leave. Joshua, you're sure? You're sure?
voll falsch ausgesprochen. I am, no matter what happens, I'll be just fine. All we can do now is keep moving forward, and that's what I intend to do. Okay. It sounds like the Schwarzritter specifically wants me to come with you for whatever reason. I'm ready to go whenever you are. Just let me know when you want to leave. Okay. Sounds like it's finally time to settle things, huh? You're up, Joshua. Don't let him beat you now. Don't worry, I won't. Sounds like it's finally... Hier wiederholt sie sich. Okay, so, warte mal, dann spiele ich das Ganze jetzt mal einmal mit euch durch. Einfach um zu gucken, ob er das jetzt irgendwie kommentiert. Sicher ist sicher. Ich habe nicht vergessen, dass wir die Stardoor noch haben. Also ich werde euch in den nächsten Part bestimmt rein begrüßen mit Richard wieder im Team. Sie sagt auf jeden Fall auch nichts Neues. Alles klar. Dann werde ich offscreen beim nächsten Mal Joshua erstmal mit dem nötigen Equipment und den nötigen Quarzen ausstatten. Und dann werden wir trotzdem erstmal mit Richard die Tür aufsuchen. Danach dann wahrscheinlich mit den ganzen Leuten hier im Garten sprechen, je nachdem, wie lange die nächste Side Story benötigen wird. Und ja, dann ist das letzte Ziel, sich mit Joshua auf dem Weg zum letzten Monument zu machen. Und ich werde, wenn ich es nicht vergesse, die Kiste im Schoolhouse nochmal suchen. Das ist der Fahrplan fürs nächste Mal. Und der ist hier mit seinen Lines, glaube ich, ähnlich wie Estelle aufgestellt. Könnte die ein oder andere Veränderung geben, auch wegen dieser Time-Quartz-Blockade. Aber da muss ich mir dann was einfallen lassen. Vielleicht wird es wieder eine komplett neue Rollenverteilung geben, vielleicht auch nicht. We will see. Lasst euch einfach überraschen. Für heute bedanke ich mich aber erstmal fürs Einschalten und würde mich sehr freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut und bis dahin, wenn ihr mögt. Ciao!